zusammen bei Bull und Bär Börsenwissen einfach erklärt. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr auch mit kleineren Beträgen, nämlich ab 25 Euro im Monat, ein kleines Wertpapiervermögen aufbauen und dabei sogar von einem Phänomen profitieren könnt, das wir den Cost-Average-Effekt oder auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt nennen. Ihr kennt das vielleicht von der Tankstelle. Mal tankt ihr zu günstigen, manchmal zu vermeintlich ungünstigen Preisen. Aber insgesamt freut ihr euch, wenn der Ölpreis mal wieder fällt, damit ihr euer Auto oder Motorrad billiger betanken könnt. So ähnlich ist es, wenn ihr monatlich in Wertpapiere spart. Wenn es zwischendurch an der Börse mal bergab geht, könnt ihr euch über den preiswerteren Kauf von Anteilen freuen. Denn ihr bekommt dann für euer Geld mehr Voranteile, quasi im Sonderangebot. Bei einer Börsenerholung sind diese Anteile dann mehr wert. Im Prinzip macht ihr insofern alles richtig, als ihr weniger kauft, wenn es teuer ist und viel, wenn es billig ist. Auch mit dem Timing eures Einstiegs liegt ihr tendenziell weniger oft daneben wie bei einer Einmalanlage. Da niemand von uns weiß, wann genau der richtige Einstiegszeitpunkt ist und die Börse von einem stetigen Auf und Ab geprägt ist, verringert ihr mit einem solchen Sparvertrag das Risiko, den falschen Zeitpunkt zu erwischen, weil ihr sehr viele Einstiegszeitpunkte habt. Einen Nachteil hättet ihr gegenüber einer einmaligen Anlage nur dann, wenn die Börsen unaufhörlich steigen würden. Aber das wird wohl nie durchgehend der Fall sein. Und auch heute habe ich zum Schluss ein Börsenzitat von euch und das stammt mal wieder von André Costolani und passt wirklich hervorragend zu dieser Folge. Er hat nämlich mal Folgendes gesagt: Spekulieren kann jeder. Es zur richtigen Zeit zu tun, das ist die Kunst. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, schreibt uns etwas in die Kommentare und abonniert unseren Sparkasse Reinhardt-Kanal.